Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie ihr die Fehlermeldung URP-Error beheben könnt. URP3-Error entsteht beim Drucken. Wenn ihr den Drucker installiert und ihr etwas ausdrucken wollt und er sogar etwas ausdruckt, aber nur ein leeres Blatt Papier mit der Fehlermeldung URP-Error. Genau, wie könnt ihr das beheben? Ich war auch lange am Rumtüfteln gewesen und habe in diversen Foren nachgeschaut und überall stand drauf, ein Plugin installieren. Ich habe alles an Plugins, was gab, so ziemlich installiert von HP, aber nicht zu machen. Die Fehlermeldung ist ganz einfach zu beheben. Ihr geht unter Einstellung, Drucker und müsst natürlich erstmal den Drucker hinzufügen. Danach geht ihr auf zusätzliche Druckereinstellungen. Macht einen Doppelklick auf euer Druckersymbol und geht einfach mal alle Optionen hier durch und überprüft die auf Plausibilität. Bei mir war es zum Beispiel so, dass unter, wo war das? Genau, Druckeroption, bei Print Color Mode stand hier mein Eintrag auf Farbe eingestellt. Und da ich ja nur einen Schwarzdrucker habe, also keinen Farbdrucker habe, habe ich ihn einfach auf Monochrom eingestellt und schwupps war der Fehler behoben. Hinzu kam auch, dass HP-Check eine Logdatei dann kreiert hat und das wären jetzt hier quasi die Fehlermeldung aus der Logdatei und hier steht immer Missing Plugin oder falsche Plugin-Version, irgendwas in diese Richtung und ja, deswegen bin ich auf den Gedanken gekommen, Plugin zu installieren, was natürlich nichts gebracht hat, es war einfach nur die falsche Einstellung. Ja, im Farbmodus, Druckeroption, müsst ihr einfach darauf achten, dass hier auf Print Color Mode steht. Ja, ich hoffe, ich konnte einen oder anderen hiermit weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!